So, hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in Medieval Dynasty. Ja, es gab ja nun ein bisschen Päuschen, es tut mir sehr leid, aber ich war echt zu krank, um irgendwie auch nur annähernd mal 10 Minuten durchzuerzählen. Da mussten wir jetzt alle irgendwie leider durch und ja, jetzt bin ich auf der Suche, meine Quest abschließen zu können. Ist er denn hier jetzt reingegangen? Wo ist er denn hin? Der stand doch hier eben. Nö. Moin, Batz. Mal schön die Tür vorn Tessel. Ich glaube, so wurde das früher genannt, ne? Nein, das sagt man bei uns hier so umgangssprachlich. So, ich suche. Hallo? Du bist das nicht. Wo ist er denn? Okay. Uni, was da ist er? Wo ist er denn heute hingegangen? Da meine Güte. Heute sitzt sie hier vor der Hütte oder was? Naja, sowas. Hi! Also, was hat Sambor gesagt? Nun, er ist ein Einzelgänger, der durch die Wälder streift, aber er kennt das Wild hier in der Gegend und er glaubt, dass sowohl Gostovia als auch Denika bald mit Wolfsangriffen zu kämpfen haben werden. Oh, ich hatte befürchtet, dass es so etwas sein würde. Nun, hier ist deine erste Belohnung mit freundlicher Genehmigung der letzten Steuereintreibung, der Sambor tatsächlich nachgekommen ist. Was wirst du tun? Ich werde mich um die Verteidigung hier in Gostovia kümmern, aber hey, sorge dafür, dass auch Denika vorbereitet ist. Geh dorthin und überzeuge Dagobert davon, Palisaden zu bauen. Ja, sie werden zu allem bereit sein. Ich gebe dir mein Wort. Okay. Ey, renn mich nicht über den Haufen hier. So eine Frechheit. Ja, nun gut, dann müssen wir mal schnell was trinken gehen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir mal was schlürfen. Kann ich mich jetzt hier eigentlich auch bei anderen waschen? Nee, kann ich nicht. Schade. Okay. Na, es hätte ja klappen können, ne? Man muss ja nicht immer sein eigenes Wasser dreckig machen. Muss ja nur unnötig ausgetauscht werden. So, geh mal was trinken. Weil wir scheinen ziemlich durstig zu sein. Ja. Oh, warte. Wasser. Wir können doch schon hier aus dem seichten Wasser trinken. Ob das so gut ist. Wir werden es sehen. Ja, sehr gut. Dann gucken wir nochmal schnell hier nach unserem Feld, wie es hier so aussieht. Ob wir hier wässern müssen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, uns fehlt ja immer noch das Saatgut. Also wir kommen hier nicht wirklich vorwärts. Unsere zwei Weizenfältchen, die wachsen dafür aber umso besser. Na, Wheat, alles klar. So, dann gucken wir nochmal in unser Inventar rein. Was wir eventuell, guck mal, Fellstiefel, Pelzkapuze. Damit sollten wir uns vielleicht nicht unnötig belasten. Ich glaube, das lassen wir mal zu Hause. Tada! Und Und den Rest nehmen wir doch einfach mal mit. Wir haben noch einmal Fleisch mit Soße. Oha. Ja, da würde ich sagen, nehmen wir vielleicht viermal mit. Könnte ganz gut sein. Fleisch mit Soße. Ja. Wir haben ziemlich Hunger, ne? Fleisch mit Soße können wir doch mal essen. Da, so. Happy, happy. Ja, so muss das sein. Ach so, ganz wichtig. Hölzerner Speer haben wir. Sehr gut. Dann geht's los. Wir haben noch mitten am Tag, dann schaffen wir es höchstwahrscheinlich auch da anzukommen. Denn wir müssen einmal hier darüber. Und ich hoffe, dass wir hier nicht wieder angefallen werden. Ne? Das wäre äußerst unpraktisch. Ich habe nämlich keine Lust, schon wieder Wolfsfutter zu werden. Naja, gut. Wir werden es sehen. Wir probieren es einfach mal aus. Wir laufen los. Warten Sie mal. Wir machen mal Spiel speichern. Besser ist das, ne? Das werde ich jetzt eigentlich auch immer dann machen, wenn ich an irgendeinem Punkt angekommen bin, wo ich sage, Mensch, da muss ich nicht vielleicht die ganze Strecke nochmal laufen. Oh, guck mal, hier werden Tannenbäume gezüchtet. Oh, war ich das? Habe ich so schwer geatmet? Ich denke schon. Ich drehe mich nicht um. Ich habe beschlossen, ich laufe einfach weiter. Einfach so. So, nehmen wir den langen Weg.
Ich glaube, wir nehmen vielleicht lieber den langen Weg. Ist da irgendwo was? Sieht ganz schön waldig hier aus, ja? Naja, ich meine, es kann ja durchaus passieren, dass uns hier die Löwen, ich wollte schon Löwen sagen, dass uns hier die Wölfe wieder begegnen, denn die sind ja auf dem Weg dorthin. Ja, also kann das schon sein, wie oben an der Hütte, dass die hier irgendwo auf uns lauern und sagen, ach nö, du nicht. Du läufst nicht dahin. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Aber es ist natürlich auch so, naja, wie soll ich sagen, wir verschwenden im Endeffekt ziemlich viel Zeit mit Hin- und Hergelaufe hier, ja. Wenn man sich der Questreihe hier so anschließt und sagt, ja, ich mach da mal mit. So um deinen eigenen Krimskrams kannst du dich gar nicht so wirklich kümmern. Aber ich denke, es ist ganz gut, wenn man das von Anfang an mitmacht. Sollte das nicht so gut sein, dann werde ich hier nochmal einen neuen Versuch starten, ne? Ist ja denn nicht weiter tragisch. Vielleicht kommt ja hier auch wieder so ein komisches Wildschwein an ihr Rand. Das ist ja auch möglich, ne? Und jetzt wird es schon wieder waldig hier. Oh Mann. Oh oh. Können wir hier eigentlich auch was trinken? Ja, sehr gut. Mami. Was bist du? Einfach nur ein Stock. Oh. Ich traue mich auch gar nicht auf die Karte zu gucken, wie weit wir noch müssen. Ich glaube, das war noch ein Reh. Puh. Gleich geschafft. Gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Uiuiuiui. Klein Schisshase Isa ist wieder unterwegs. Es geht wieder los. Eine Stadt. Also ein Dorf, eine Siedlung. Du lieber Himmel. Lauf. Hilfe. Hilfe. Hallo. Könnt ihr mich bitte retten? Hallo? Ich habe da eventuell was mitgebracht. Da ist es. Läuft das nicht mit in die Stadt? Ja, die Frage, können wir so ein Wildschwein erlegen? Ja, können wir, haben wir ja schon mal. Oh. Nein, ich bin überhaupt nicht schreckhaft. Nein, 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 nein. Es geht mir gut. Ich bin jetzt 2 Jahre gealtert, aber es ist alles in Ordnung. Aha. Dafür nehmen wir mal dein Leder mit. Brauchen wir. Sehr gut. Sehr gut. Ha. So, Dagobert. Wir brauchen Dagobert. Aldimir. Mathilda hat Sachen zum Kaufen. Wo ist denn Dagobert? Dagobert. Ist Mathilda hier im Haus drin? Hallo? Jemand so. Was ist denn da drinne? Lassen Sie uns doch mal. Hallo? Na, junge Frau? Mathilda, hi, grüß dich. Alter 36. Zeigst du mir mal deine Ware? Oh, sie hat eine einfache Tunika, Tasche, Hut, Kappe und Hut. Flachshalm, Wollfaden, Wollstoff,
Aha, okay. War nett, dich kennenzulernen. Kann man hiermit was machen? Oh. Entschuldigung, ich wollte nicht auf deinem Spinnrad treten. Cool. Sehr schön. Hier fehlt noch ein Arm. Schön. Sehr gut gemacht. Was ist hier drin? Nichts. Schade. Dagobert, wo bist du? Oh, die haben jetzt Ziegen. Hallo. So, dann gucken wir doch mal. Mit Dagobert soll man reden. Wer ist denn hier? Simirat? Dagobert. Moin. Hey, Fremder, was machst du auf meinem Land? Ich bin kein Fremder mehr. Ich bin Razimir, Neffe von Jordan. Und ich bin vor einiger Zeit in dieses Tal gezogen. Nun, wenn du wirklich Jordans Neffe bist, kannst du nicht so schlecht sein. Gibt es dafür irgendeinen Beweis? Ein Beweis? Naja, nun, meine Mutter erzählte mir, er habe eine Narbe auf der linken Wange und eine ungeschickte Art, auf dem Rücken eines Pferdes auf- und abzusteigen. Etwas mit einer Kindheitsverletzung. Genug, genug. Fürs Erste. Also, was willst du? Ich wurde geschickt, um dich zu warnen. Wölfe versammeln sich nämlich südöstlich deines Hauses. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie neugierig oder hungrig werden. Du solltest ein paar Palisaden bauen und deine Familie bewaffnen. Es hat seit vielen, vielen Jahren keinen Wolfsangriff mehr gegeben. Zu viele Menschen leben jetzt hier und die Wölfe ziehen sich in die Berge zurück. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie hierher kommen. Aber nicht unmöglich. Sambor sagte, er habe ein großes Rudel immer näher und näher kommen sehen. Oder bist du wirklich sicher? Du hast deine Frau und deine Töchter bei dir. Hast du nicht Angst, dass sie angegriffen werden können? Ja, komm, wir machen auf Tränendrüse. Ist gut so. In Ordnung. Ja, ich werde es ernster nehmen, aber ich habe keine Stämme mehr. Wenn du mir 40 davon besorgen kannst, baue ich die Palisade selbst. Das ist eine Menge Arbeit, Dagobert. Und meine Frau wird dich mit dem Besten verwöhnen, was unsere Küche zu bieten hat. Meine Axt gehört dir. So, jetzt wird es dunkel. Ist ja ein Traum. Habe ich vielleicht auch sowas wie eine Axt dabei? Nein. Mensch, das ist ja toll. Bin ja perfekt vorbereitet. So, mit Kuh konnten wir craften. Eine Steinaxt. Stöcker brauche ich und zwei Steine. Hätte ich vielleicht mal vorher sammeln sollen, wa? Aber gut, das kriegen wir hin. Bist du ein Stein? Johanniskraut. Johanniskraut. Steine und so weiter werden gerade schöner. So, hier haben wir einen Stock. Hier haben wir einen Stock. Und noch einen. Kann es sein, dass ich vielleicht gerade etwas zu unvorsichtig in den Wald renne? Warten Sie mal ab. Moment. Wir stellen uns mal hier ganz artig hin und sagen, speichern. Es tut mir leid, das mache ich in der Folge, damit ihr wirklich seht, wie vorsichtig ich hier an die Sache rangehe. Stöcker. Wo haben wir sie denn? 8. 2 noch und Steine. Jetzt ist doch aber die Frage, wo zur Hölle soll ich denn hier jetzt schlafen? Meine Güte, die haben hier aber gewütet, oder? Haben die hier ein Birkenwäldchen angelegt? Ist ja praktisch. So, bist du ein Stein? Du bist ein Stein. Du bist ein... kann man vielleicht diesen Stein nehmen? Danke. Danke, danke, danke. Und ich bräuchte noch einen. Naja, nehmen wir nochmal Stöcker mit. Jetzt muss ich aufpassen, denn von hier irgendwo kam ja dieses Wildschwein. Irgendwo hier aus diesen Wäldlein. Wäldlein. Na, ihr wisst schon, ich bin nervös. Stein, Spitzhacke benötigt. Aha. Okay. Oh, oh. Hinter mir knistert's. Und ich renne mal lieber ans Lagerfeuer. Hier knistert es auch.
Oh je. Ich glaube, ich bin etwas schissig. Kann das sein? Aber ich glaube, ihr könnt mich verstehen. Ich will euch ja auch nicht nochmal ins Ohr schreien. Ich brauche doch nur einen Stein, Mensch. Einen Stock. Meine Güte. Also mir ist das hier im Dunkeln nicht so sicher. Kann man hier vielleicht bei euch ein Nächtlein schlafen? Wäre dieses möglich? Guck mal, hier ist doch Licht an. Guten Tag. Darf man hier nächtigen? Oh, nee, nee. Muss ich jetzt die ganze Nacht überstehen? Gästebett? Gibt es hier ein Gästebett? Hallo? Ich bin auch ganz lieb. Oh Gott. Was, ich kann da jetzt nicht zum Schlafen nach Hause laufen und schon gar nicht bei Nacht. Nee, das geht so nicht. Das können wir nicht machen. Also im Dunkeln im Wald, nee, danke. Also das geht so nicht. Das mache ich nicht. Das versuche ich. Oh Gott. Brennholz. Okay, es gibt richtig Brennholz. Es ist wirklich dunkel. Es gibt Menschen, die haben nachts Angst. Sie Mirat, hallo. Hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Ich suche ein Bett. Wie ist es dir in letzter Zeit so ergangen? Naja, ich bin sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Tut mir leid, weiß ich nicht viel drüber. Oh, aber was würde ich tun, um etwas wild zu bekommen? So lecker, Entschuldigung. Aber worüber sprachen wir gerade? Okay, jetzt möchte er keinen Smalltalk mehr machen. Leute, wie, die stehen alle auf und gehen ins Bett und ich? Darf ich bei euch wenigstens im Haus so rumstehen und warten, dass die Nacht vorbeigeht? Oh oh. Hallo. Moin, Editha. Oh, guck mal hier, hier schläft. Roberta schläft schon. Editha, pass auf. Ich brauche ein Bett. 25. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Es ist hart und schmutzig. Ich wünschte, ich könnte an einem gemütlichen Ort in der Nähe, wie die Näherei, arbeiten. Okay, wir machen nochmal. Oh, wie? Ach! Müssen die immer alle verheiratet sein? Hallo? Ich habe Angst im Dunkeln. Und vor allem, ihr seht, glaube ich, auch nicht wirklich viel, oder? Okay. Wir werden den Fall ja, glaube ich, einfach mal beobachten. Wir können ja mal mit den Leuten reden und ein bisschen Ruf sammeln, oder? Hallo. Hi. Wie geht's denn dir so? Das Erschaffen ist meine Leidenschaft. Ich liebe meine Arbeit. Andere sollten sich ein Beispiel an mir nehmen. Okay, schönes Wetter haben wir heute, nicht wahr? Wie originell. Oh, minus 5. Oh nein. So, jetzt wird es mir aber langsam hier denn doch ein bisschen zu dunkel. Tja, ihr Lieben, was wolltet denn ihr jetzt machen? Man kann sich doch angeblich hier am Feuer setzen und schlafen. Warum kann ich das nicht? Warum geht das nicht? Wie geht das? Hallo? Im Feuer ausruhen. Also ich kann das... Warte. Sprechen. Wie soll denn das jetzt gehen? Muss ich hier vielleicht drin an so einem Feuer mich ausruhen?
Aldimir sprechen. Okay, Aldimir schläft schon. Geht das vielleicht einfach nur noch nicht? Also, so ein Lagerfeuer soll ja eigentlich dafür da sein, ne? Dass man sich hier ausruhen kann. Kennen wir ja aus anderen Spielen schon. Man setzt sich hier so hin und dann ist die Welt in Ordnung. Aber offensichtlich kann ich das nicht. Oder ich brauche ein anderes Lagerfeuer. Ist natürlich auch möglich. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich diese Nacht hoffentlich überlebt habe. Ja, bis gleich. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich versuche diese Nacht irgendwie zu überleben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir ziemlich viel Holz fällen müssen. Ja, also, schlaft gut alle miteinander. Gute Nacht. Und hier werden die Fackeln ausgepackt. Oh mein Gott, Leute. Ja, also, macht es gut. Tschüss.